Selfio. Do it yourself, aber do it richtig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Selfio TV. Heute beschäftigen wir uns noch einmal mit dem Anschluss der Regelstation. Aufgrund einer Änderung der Regelstation durch den Hersteller gehen wir heute auf die mit dieser Änderung einhergehenden Unterschiede bei der Montage der Regelstation ein. Dieses Tutorial ist also als Ergänzung zu unserem vorher veröffentlichten Video zu sehen. Die Montage der neuen Regelstation erfolgt analog zur alten Version, da sich der Grundkörper der Regelstation nicht geändert hat. Allerdings muss vor Anschluss an den Heizkreisverteiler der Sicherheitstemperaturbegrenzer in der Thermometeraufnahme auf der Rückseite der neuen Regelstation angebracht werden. Dazu drehen Sie die Regelstation zunächst um. Lösen Sie nun die Feststellschraube an der Thermometeraufnahme am Kugelhahn zwischen Fußbodenheizungsvorlauf und Heizungsrücklauf. Anschließend platzieren Sie den Messkopf des Sicherheitstemperaturbegrenzers in der Vertiefung und sichern diesen gegen Rausfallen mit der Sicherungsschraube. Schließen Sie nun die Regelstation an den Heizkreisverteiler an, wie in unserem ersten Video beschrieben. Anschließend montieren Sie den Thermostatkopf auf dem Thermostatventil. Dies erfolgt ebenfalls genauso wie beim Vorgängermodell. Bei der Anbringung des Temperaturfühlers haben Sie nun allerdings zwei Optionen. Sie können den Temperaturfühler nach wie vor mit der mitgelieferten Schlauchschelle am Vorlaufbalken der Fußbodenheizung montieren. Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Temperaturfühler mit der im Lieferumfang enthaltenen Tauchhülse direkt in den Heizwasserstrom der Fußbodenheizung zu platzieren. Dazu müssen Sie zuerst den Befüllhahn des Heizkreisverteilers von unten nach oben an die Stelle des Entlüftungsstopfens montieren. Lösen Sie dazu als erstes den Entlüftungsstopfen und drehen diesen aus dem Anschluss heraus. Anschließend lösen Sie den Befüllhahn, drehen diesen ebenfalls heraus und montieren ihn danach in den nun freien Anschluss des Entlüftungsstopfens. Jetzt nehmen Sie die Tauchhülse und montieren diese in die untere Öffnung. Das Entlüften des Verteilerbalkens erfolgt dann auch über das Befüllventil. Anschließend stecken Sie den Temperaturfühler in die Tauchhülse. Achten Sie dabei darauf, dass der Temperaturfühler nicht durch das eventuell entstehende Luftpolster wieder aus der Tauchhülse herausgedrückt wird. Dies lässt sich dadurch vermeiden, indem Sie den Temperaturfühler etwas schräg ansetzen und somit eine Möglichkeit schaffen, dass die Luft am O-Ring der Tauchhülse vorbei aus der Hülse entweichen kann. Dadurch, dass der O-Ring anschließend luftdicht am Temperatursensor anliegt, wird dieser gegen ein anschließendes Rausrutschen gesichert. Der elektrische Anschluss erfolgt ebenfalls wie bei der alten Regelstation. Dabei ist der Sicherheitstemperaturbegrenzer als Unterbrecher in die Stromzufuhr der Pumpe zu setzen. Das Bauteil hat die gleiche Funktion wie beim Vorgängermodell. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer unterbricht die Stromzufuhr der Umwälzpumpe, wenn die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung den fest eingestellten Wert von 55 Grad Celsius überschreitet. Dies geschieht, um die Fußbodenheizung vor Überhitzung und eventuellen Schäden zu schützen. Der neue Thermostatkopf hat eine Skala von 0 bis 6, was einem Temperaturbereich von 10 bis 60 Grad Celsius entspricht. So, nun sollte Ihnen die Installation der neuen Regelstation ebenso leicht fallen, wie es bei der alten Regelstation war. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Machen Sie es gut, machen Sie es selbst. Bis demnächst. Auf Wiedersehen. Selfio. Do it yourself, aber do it richtig.